Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es halt, seid mir bitte nicht böse. Aber ich habe gerade eben die Bestellung für einen neuen Camper unterschrieben und ich konnte nicht anders. Eigentlich hatte ich das so gar nicht geplant, aber ich habe hier einen unglaublich versierten und netten Händler in Haar entdeckt und der hat diesen Knaus im Angebot mit diesem mega, mega Aufstelldach. Seht ihr das? Das kann man komplett aufmachen und ich stelle mir einfach schon vor, wie ich da in den Dolomiten unter Sternen im Himmel liege. Und ja, eigentlich wollte ich mir jetzt schon einen neuen Camper kaufen, aber jetzt muss ich mich gedulden bis in den Dezember. Also so richtig im Einsatz ist der dann wohl erst nächstes Jahr. Doch es lohnt sich. Gebt euch einfach mal, wie unglaublich geil das alles wird. Also so sind wir da oben drinnen. Und haben im Fahrzeug auch noch hier das Fenster, sodass es auch, wenn das Dach zu ist, eben nicht so düster ist. Finde ich unglaublich cool. Und wer sich damit schon beschäftigt hat, hier ist die Ladeschale. Die Schränkchen mit Rückwand, sodass auch die Sachen nicht vom Kondenswasser nass werden. Wenn die Schränkchen eben keine Rückwand haben, dann kann das schon mal passieren, weil natürlich die Temperaturveränderung da ist. Was mich auch voll geflasht hat, ist dieses Bad mit den krassen Spiegeln. Sieht riesig aus, obwohl es ja eigentlich nur Mini ist. Schon gut vorstellen, da einfach in den Campingurlaub abzudüsen. Hier habt ihr ganz normal das Kochfeld mit Piezozündung natürlich. Spülbecken. Das Fahrzeug ist noch niegelnagelneu, wird eben gerade erst hergerichtet. Kriegt hier dann noch ein Solarmodul aufgebaut. Eine andere Batterie und ja, das darf ich euch dann nachher noch selber kurz erklären, wie ihr das macht, aber das ist wirklich durchdacht, auch mit richtig satten Kabeln, nicht mit diesen windigen Kabeln, wie sie ab Werk verlegt werden, und von dem her macht das für mich echt einen super Eindruck und scheint so richtig Hand und Fuß zu haben. Und wer unseren Kanal schon länger verfolgt, der versteht wahrscheinlich, warum ich nicht nochmal irgendwie reinfallen möchte, denn mein Nugget hat am Anfang ja echt ja noch 2-3 Mal in die Werkstatt müssen und das möchte ich diesmal eben nicht, und hier habe ich ein mega gutes Gefühl und fühle mich einfach super super betreut, rundum gut aufgehoben. Wie meiner dann genau aussieht, sage ich euch jetzt aber trotzdem noch nicht. Das seht ihr dann, wenn meiner eben soweit ist. Was ich euch aber schon verraten kann, ich habe hinten ein variables Hubbett, das zeige ich euch jetzt dann nachher noch gleich. Und ich habe ambiente Beleuchtung, das ist auch nochmal richtig cool, zeige ich euch auch noch. Hier ist nochmal dieses Panoramadach. Das Liegengitter kann natürlich auch noch weggemacht werden. Und dann liegt man einfach wirklich auf dem Dach, ohne was außenrum. Also für mich ersetzt es dann auch so ein bisschen die Dachterrasse, auf die alle Camper schwören. Ja, hier habe ich bestellt, und zwar Reisemobile Zino. Das war wirklich reinster Zufall, aber das ist der Verkäufer und der baut eben gleichzeitig auch die Mobile selbst so ein bisschen um, baut das Solarmodul drauf, baut teilweise die Rückfahrkamera selbst ein, den Radio. Hat ja übrigens auch eine kompetente Lösung für die Anhängerkupplung, sodass man den Radträger abklappen kann. Das zeige ich euch dann aber auch erst, wenn mein Fahrzeug ausgeliefert ist. Es dauert also noch. Aber das hat für mich einfach ja rund um alles, was ich haben will. Und ich finde das mega gut, weil ich habe noch keinen Verkäufer gefunden, der sich rundum so gut auskennt. Und das hat mich dann einfach hierher gezwungen quasi. So. Lasst euch überraschen. Also da kommt noch viel mehr. Und wir zeigen auch viel. Auch viele individuelle Lösungen, die es so einfach nicht von der Stange gibt. Und das wird ein ganz zauberhaftes Wohnmobil. Da bin ich mir sicher. Und ich hätte dann auch vor, euch eben ein bisschen mitzunehmen, wenn mein eigenes Mobil dann wächst, also auch wie das Solarmodul eben draufkommt. Dann zeige ich auf jeden Fall auch, wie das mit der Anhängerkupplung nachher funktioniert. Ob das so funktioniert, aber es klingt dabei alles perfekt. Also wenn das so hinhaut, wie es klingt, dann wird das ein traumhaftes Red Ink Reisemobil. Schaut mal das Aufstelldach an. Jetzt wird es dann noch erst geöffnet. Das ist wirklich das absolute Highlight überhaupt. Ich lasse euch das jetzt einfach mal laufen, wie das so aussehen kann, wenn man das Dach öffnet. Als wir zum Anschauen von diesem Mobil gekommen sind, das war eben reiner Zufall, da standen gerade zwei draußen mit den geöffneten Dächern und der Beleuchtung.
Und ein Aufstelldach wollte ich sowieso. Ich denke nämlich, das erleichtert das ganze Umgebaue, weil im Moment ist es natürlich so, dass man immer sein Zeug verräumen muss von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links. Und so hoffe ich, dass man unten einfach seinen Krimskrams liegen lassen kann und man oben ausklappt und sich zum Schlafen hinlegen kann. Aber mit diesem Dach und der perfekten Rundumaussicht stelle ich mir das einfach noch viel, viel göttlicher vor, als wie mit diesen Standarddächern. Wie oft es dann letztlich im Einsatz sein wird, dass man wirklich offen da liegt, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Aber alleine die Möglichkeit, es tun zu können, ist für mich ein riesen Mehrwert. Diese ambiente Beleuchtung, die kostet übrigens 300 € Aufpreis, dass man da oben eben die Farben ändern kann und diese Ladeschale hat, die ich euch schon kurz gezeigt habe. Das war es für mich auch wert, muss ich gestehen, weil das einfach witzig ist. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt natürlich nur, aber ich glaube, auf die Dauer, wenn man das Fahrzeug hat, macht es echt Freude, dass man mal ein bisschen sich spielen kann. Und natürlich bei Fotos vor Sternenhimmel oder so stelle ich mir das unglaublich toll vor. Ein Foto habe ich schon eingeblendet, das wird das Titelbild werden. Das ist das Original-Prospektfoto von Knaus. Und da seht ihr mal, wie das so aussehen kann. Ich weiß, es ist natürlich nur eine Spielerei, aber hier habe ich mal die Fernbedienung in die Hand bekommen und farblich ist da natürlich alles möglich. Jetzt, wo die Diskos geschlossen haben, kann man sich da selbst eine schaffen. Also Spielerei, aber cool. Und so schaut es dann aus, wenn das Dach wieder eingeklappt wird. Übrigens müsst ihr jetzt hier noch quasi hinnehmen, dass die Leiter nicht da ist. Deswegen läuft es mit den Bändchen. Ich glaube, normalerweise gibt es auch zwei Griffe, wo man dran ziehen kann. Dann geht es wahrscheinlich noch etwas symmetrischer runter. Aber in Summe hat es gerade mal eine Minute gedauert. Und ich denke, das ist durchaus eine verschmerzbare Zeit, die man jeden Morgen investieren kann. Auch wenn ich hoffe, dass Martin und Vicky dann nicht ohne mir losradeln, weil den Schritt haben die natürlich nicht. Aber naja. Da müssen Sie sich dann eine Minute gedulden und auf mich warten. Ah, top. Und so ist es. Das habe ich ja schon alles vorbereitet mit der Solaranlage. Das Ah, da stehen hier hinten quasi schon die Kabel raus. Das habe ich schon alles vorbereitet und reingelegt. Genau. Und es muss ja variabel bleiben, wenn wir das Aufstelldach in die Höhe bewegen, muss ja das Kabel ein bisschen mitgehen können und darf nicht starr sein. Deswegen haben wir das Kabel dort oben den Anschluss hingelegt und dann kommt die Solaranlage rauf und dann bleibt es flexibel. Mega! Ja, und das ist jetzt eben der Box da und ich habe mich aber für den Box Live entschieden und jetzt kommen wir meinem Fahrzeug dann schon viel näher, deswegen schauen wir da jetzt auch noch kurz rein. Das ist dann schon der Box Live und den gibt es bei mir dann eben auch. Jetzt ist es düster, aber oh Gott, ich muss erstmal lernen, wie man die Türe aufmacht. Yes! Und das ist unglaublich. Ich habe hier eben reingeschaut, eigentlich nur, um ein Raumgefühl für den 45er von der Größe her zu kriegen. Und ich habe mich so verliebt. Und dann kam eben noch der Verkäufer dazu, der das überhaupt nicht aufschwatzen wollte, sondern einfach sachlich erzählt hatte, was so möglich ist, wo der Unterschied liegt. Und ja, das hat mich einfach wirklich gefesselt und ich bin super, super happy. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich so lange warten muss, bis er dann letztlich geliefert wird. Ja, hier seht ihr, keine Seitenfenster, könnte man aber optional bestellen. Nur ist ja so, dass man das Bett hier rauf und runter fahren kann, damit man eben was runterladen kann. Jetzt geht es auch schon auf. Und dementsprechend gibt es dann jetzt keine Seitenfenster, aber dafür die Heckfenster. Das ist dann diese ambiente Beleuchtung. Die kann man in den Farben auch noch verändern. Und das sieht natürlich echt traumhaft aus. Und ui, das ging jetzt schnell. Da hat sich auch schon das Bett verstellt. Ja, mega. Ich sehe da schon meine Bikes drin stehen. Was auch super cool ist. Hier unten ist schon von Hause aus Tilt geklebt. Oh, und auch noch Licht. Und dementsprechend muss man sich auch nicht so viele Sorgen um irgendwelche Wettstellen machen. Ja, deswegen haben wir uns jetzt eigentlich für den entschieden. Da gibt es ja eben Box da und Box live. Und da schaut ihr am besten selber mal nach, wo die Feinheiten sind. Aber das ist auf jeden Fall einer der großen Unterschiede. Jetzt fährt das Bett auch wieder runter. Mega gut. Also ja, ultra, ultra cool einfach nur.
Ich bin so geflasht von genau diesem Mobil. Schreibt mir doch unbedingt mal in die Kommentare, habt ihr Erfahrung? Hat einer von euch schon so ein Auto gefahren? Und wenn ja, wie war's? Wie ist es? Oder seid ihr einfach nur auch geflasht? Also, mich hat es definitiv erwischt. So, das ist jetzt die Ansicht hinten rein. So wird es dann bei mir im Großen und Ganzen wohl auch aussehen. Und habt ihr eben schon gesehen, das Bett kann rauf und runter fahren. Da sieht man die Schienen auf der Seite. Und ja, Rückfahrkamera. Das soll es für den ersten Eindruck jetzt auch gewesen sein. Jetzt heißt es bei mir leider warten, warten und noch mehr warten. Naja, zumindest habe ich ja ein Van. Aber auf den hier freue ich mich wirklich ganz extrem. Und auf das bisschen mehr Platz freue ich mich auch schon sehr. Hier blende ich euch gerade nochmal die Daten vom Händler ein. Der hat übrigens auch eine Wohnmobilvermietung. Da gibt es sowohl den Box da wie auch den Box live bereits heuer zum Mieten. Ist allerdings schon etwas ausgebucht, aber schaut einfach mal auf die Homepage, wenn ihr Interesse habt. Den Link dazu tue ich euch natürlich auch in die Infobox, da müsst ihr gar nicht lange rumsuchen.